Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sage es nochmal dazu. Wenn es Verletzte oder Corona-Erkrankte gibt, dann ist das manchmal so spontan, dass ich es nicht mehr in die Prognose mit reinbekomme. Es gibt immer noch Leute, die es dann immer noch in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es nett gemeint, aber ja, ich weiß, wenn irgendwelche Leute fehlen, aber das war dann, nachdem ich diese Spiele gespielt habe. Mein Gott, manche Leute wollen es einfach nicht verstehen und sorry, ich muss es einfach wieder sagen, diese Leute regen mich einfach auf. Das geht nicht an 99,9% der Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Ihr seid einfach nett. Ich freue mich immer, dass ihr zuschaut und jetzt geht's los mit Bielefeld gegen Freiburg. Arminia Bielefeld konnte sich zumindest einen Punkt im Abstiegsduell mit dem ersten FSV Mainz 05 sichern. Der SC Freiburg, er ist im mehr als gesicherten Mittelfeld, hätte sich gegen Gladbach sicherlich einen Punkt verdient gehabt, aber dort gingen sie eben schlecht mit ihren Möglichkeiten um. Hier auch in Bielefeld die dominante Mannschaft im ersten Durchgang, doch auch hier das gleiche Problem. Torchancen wurden nicht genutzt. Zudem fiel unter anderem Demirovic gelb gesperrt aus. Die Sache nach vorne, sie war nicht unbedingt spektakulär und auch Lukas Höhler fehlte. Deswegen Petersen überhaupt erst in der Startaufstellung. 0:0 nach 45 Minuten, kein spektakuläres Spiel am Freitagabend. Aber hatte man das wirklich erwartet bei dieser Paarung? Sicherlich nicht. Arminia Bielefeld wurde jetzt aber deutlich besser zum Ende hin. Und es gab sogar mal Torchancen. Michael Vlapp, aber für Florian Müller, der formstärkste oder einer der formstärksten Keeper aktuell, hat hier gar keine Probleme. Schlussphase. Nochmal der Deutsche Sportclub. Vlapp, Arne Meyer zu Andreas Vogelsammer. Andreas Vogelsammer! Doch noch der späte Siegtreffer. 84. Minute, Vogelsammer gegen Mainz erzielte er seinen ersten Bundesliga-Treffer. Jetzt legt er direkt nach. Und dieser Treffer beschert der Arminia 3 Punkte. Und das ist extrem wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. Der SC Freiburg heute in der zweiten Halbzeit vor allem zu schwach. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 28. Spieltag. 4 Bundesligaspiele sehen wir Samstag um 15.30 Uhr, was mal mit 7, mal mit 9 Spielen abläuft. Heute sind es 4. Wir hoffen mal auf viele Tore. Bremen muss noch ein paar Punkte sammeln, um die letzten Zweifel des Klassenerhalts zu beseitigen. RB Leipzig, die letzte Hoffnung auf die Meisterschaft, geht hier nur über einen Dreier. Die Hertha hat das ähnliche Problem wie der SV Werder Bremen, aber es ist noch etwas eklatanter. Man hat nämlich nochmal 5 Punkte weniger. 25 stehen da auf dem Konto, nur 2 Punkte mehr als der 17. Arminia Bielefeld. Zu Gast Borussia Mönchengladbach, die Fohlenelf. Sie hat sich so langsam gefangen und kann dann vielleicht doch nochmal europäische Plätze angreifen. Sieg oder Niederlage oder Unentschieden. Wir werden es uns anschauen. So auch hier beim dritten Spiel und nominell wohl das Topspiel des Spieltags. Platz 4 gegen Platz 3, Frankfurt gegen Wolfsburg. Wolfsburg so gut wie für die Champions League qualifiziert. Frankfurt muss sicherlich auch noch etwas mehr tun. Aber gegen Dortmund behielten die Frankfurter zuletzt die Nerven im Top-Duell um die Champions League. Und so wollen sie das auch heute machen. Letzte Station in München. Beim FC Bayern München ist der erste FC Union Berlin zu Gast. Hier haben wir mal 2 im Bild, Friedrich und Lute in der Nahaufnahme. Der FC Bayern München hat durch das 1:0 gegen RB Leipzig wohl die allerletzten Zweifel im Meisterschaftsrennen beseitigen können. Aber dazu müssen sie trotzdem noch einige Punkte einfahren. Gegen Union Berlin sollte es gelingen. Aber die Eisernen, sie sind sehr unangenehm. Starten wir die Konferenz in Bremen.
Der SV Werder Bremen stößt an in den grünen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts. RB Leipzig in weiß mit den roten Hosen. Rothosen, ja, vielleicht kommt ja der HSV nächstes Jahr wieder. Aber dafür muss der SV Werder Bremen eben auch in der Bundesliga bleiben. Das sieht mit 30 Punkten bis dahin ganz gut aus. Aber die Mannschaften, die da unten stehen, sie punkten eben auch noch. Leipzig versucht hier gleich schnell drauf zu gehen. Der SV Werder Bremen kann die Situation erstmal kontrollieren. Denkste, kommt Postwetten zurück, der Ball. Friedel klärt jetzt aber erstmal. Leipzig wird das Spiel dominieren. Schauen wir, wie Bremen damit umgeht. Und schauen wir in der Hauptstadt vorbei. Die schwarz gekleideten Gäste von Borussia Mönchengladbach, sie legen hier ganz gut los. Oskar Wendt zieht in den Strafraum ein, wird jetzt aber von Zufuik vom Ball getrennt und es soll in die Gegenrichtung gehen. Das 1:1 im Stadtderby für die Hertha war sehr schmeichelhaft. Man machte quasi nichts, erzielte den Treffer durch einen Strafstoß. Nur man musste Tor in Bremen froh über diesen Punkt sein. Tor in Bremen, da sind wir froh drüber. Da ist Leipzig sehr froh drüber. 1:0 für die Gäste, ganz früh in der Partie. Wir haben es gesehen im Anschnitt, Leipzig geht gut drauf, der SV Werder Bremen in der Defensive gefordert, hier überfordert, Kevin Campbell alleine vor Pavlenka, lässt sich nicht beirren. Der erste Treffer in der Konferenz, das Schützenfest ist eröffnet, aus Bremer Sicht hoffentlich nicht nur hier. Nächste Station. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Was für ein Lauf der Frankfurter. 2:1 in Dortmund dann noch gewonnen und das vollkommen verdient. Man war dort schlicht und ergreifend über weite Strecken. Die bessere Mannschaft, knapp 10 Minuten gleich gespielt, ist erstmal ein sicheres Abtasten. Wolfsburg sowieso in der Defensive ja ein Tor in Berlin für sich. Die Defensive hat in Berlin nicht geklappt auf einer Seite. Für wen denn nicht? Für die Hertha nicht, weil Borussia Mönchengladbach da weitermacht, wo es zuletzt aufgehört hatte und die letzten Chancen eben wahren möchte. Um nochmal anzugreifen, Alassane Player mit dem 0:1 wird da im Strafraum freigespielt aus knapp 11 Metern. Ist es dann ein flacher, mehr oder weniger platzierter Abschluss, der Alexander Schwolo keine Abwehrmöglichkeit lässt. 11 Minuten von der Uhr, 0:1 hier, 0:1 in Bremen, 0:0 noch in München, wo der erste FC Union zu Gast ist. Schauen wir mal rüber in die Allianz Arena. Machen wir das mal, der FC Bayern München gerade mit Leroy Sané, kommt aber nicht durch. Und dann wurde irgendwas abgepfiffen, vielleicht ein Handspiel, abseits konnte ich da in keinster Weise erkennen. Also knapp 11,5 Minuten hier durch. In München, der erste FC Union Berlin. Er steht gut da, sogar sehr gut. Kann aber sowohl nach oben als auch nach unten noch ein paar Plätze steigen oder dementsprechend fallen. Sicherlich wichtiger hier in Bayern, in München erstmal die Defensive zu stärken. Das machen sie bislang ganz gut. Bayern ist zwar offensiv bemüht, kommt aber bislang überhaupt noch nicht durch. Und so ist die Anfangsviertelstunde gleich für Union überstanden. Und jetzt kommt sogar Trimmel im Strafraum. Flanke ist aber etwas für Manuel Neuer. Die fischt da ganz souverän ab, kann sich da ohne Probleme den Ball sichern. Ist aber jetzt wieder in Reihen der Berliner. Prömel, nee, Süle hat ihn wieder, Neuer hat ihn. Und wir geben nach Bremen. Wo gerade eine Abseitsposition vorherrscht. Ja, das ist dann wohl das Knie im strafbaren Bereich. Der SV Werder Bremen hat sich von diesem 0:1 vorerst etwas regenerieren können. Ist jetzt besser im Spiel, aber Tor in Berlin. Sie starten jetzt mit dieser Hypothek. Nächstes Tor in Berlin, also bitte. Hypothek ist gut. Embolo 2:0 Hypothek für die Hertha wird größer. Im letzten Heimspiel schoss man hier Leverkusen ab. Wehrlose Leverkusener.
Diesen Gefallen tut Gladbach der Hertha nicht. Gendouzi verliert das Kopfballduell gegen Brelembolo, gegen die Laufrichtung. Alexander Schwolo muss jetzt schon zum zweiten Mal hinter sich greifen. Was für ein Auftakt. Bitter für Hertha und die Abstiegssorgen, sie reißen einfach nicht ab. Das ist hier in Frankfurt lösungsorientiert. Beide wollen in die Champions League, also ein positiver Anreiz. Nicht nur etwas vermeiden, etwas kreieren. Weghorst macht es. 19. Minute, 1:0 für die Gäste und plötzlich taucht der Niederländer komplett frei auf im Strafraum. Frankfurt gegen Dortmund ja nur nach einem Standard überwunden. Das hier ist ja auch das Duell der hochbegabten Stürmer Weghorst und André Silva. Letzte Woche konnte Silva das Duell gegen Haaland für sich entscheiden, steckte den Norweger da in die Tasche. Jetzt ist es Weghorst bislang, der auf sich aufmerksam macht. Bisschen besser in die Szene gesetzt wird als André Silva und so steht es nach 19 Minuten. Eben 0:1 hier. Tor in Bremen! Und in Bremen steht es jetzt nicht mehr 0:1. 0:2 auch hier, 20. Minute. Marcel Sabitzer, das ist auch sicherlich ein bisschen Wundenlecken nach der Niederlage gegen den FC Bayern München, die man wirklich vermeiden konnte. Super Spiel. Dani Olmo liegt quer. Im 5-Meter-Raum ist dann Sabitzer handlungsschneller als Theodor Gebrselassie. Der Tscheche kommt einfach einen Schritt zu spät. Und dann auch Pavlenka, der dort nicht mehr eingreifen kann. Die Aufgabe wird nicht leichter für die Gastgeber. Jetzt schon 0:2. Müssen auch ein bisschen aufpassen, dass das keine Katastrophe wird. Aber eine halbe ist es jetzt schon. Nach 22 Minuten 0:2 hinten. Tor in Frankfurt. Das hatte man sich anders vorgestellt. Nächster Treffer in Frankfurt. Trendergebnis 2:0. Maximilian Arnold bekommt zu viel Platz kurz vor dem 16er, wird da von Djibril so aus den Augen gelassen, der sich auf den ballführenden Xaver Schlager hinzuorientiert, hinzubewegt. Ansatzloser Schuss, Kevin Trapp auf dem falschen Fuß erwischt. 0:2, das ist mal eine Ansage, aber Wolfsburg ist momentan auch eben eine der zu schwersten bespielenden Mannschaften. Tor in Bremen! Oder am schwersten zu bespielen. So ist es richtig. Tor in Bremen, so ist es auch richtig. Aber nur, wenn man es mit den Leipzigern hält, ist das, was hier abläuft, richtig. Kevin Campbell, Doppelpack. Fast eine Kopie des ersten Treffers. Pavlenka kann einem leid tun, wird da komplett im Stich gelassen und es steht 0:3 und ja, jetzt müssen sie wirklich aufpassen, dass es keine Blamage wird. Ab nach München. Union Berlin wird mutiger mit Musa und Robert Andrich. Ansatzlos. 25. Minute. Eisern Union geht in Führung und es ist wieder Robert Andrich. Traf auch schon im Derby zum 1:0. Fackelt hier überhaupt nicht. Da kann Neuer auch überhaupt nichts machen. Doppelpass mit Musa. Pavard und Süle. Da geht die Zange zu spät zu. Der Raum geht auf für den Schuss von Robert Andrich. Und es steht 0:1. Also, wir sehen das oben rechts. Kein Tor für eine Heimmannschaft. Am überraschendsten hier, dann in Frankfurt sicherlich auch verwunderlich, Hertha und Bremen. Da muss man sich nicht so ganz groß die Augen reiben. Und trotzdem ist es erstaunlich. Der FC Bayern München will aber direkt die Antwort darauf finden, auf dieses 0:1. Pavard raus zu Sané. Unglücklich.
Bislang sehr unglücklich in der Offensive vom FC Bayern München. 0:1 steht es hier, 0:2 in Berlin. Und Gladbach arbeitet am 0:3. Sie wollen es Leipzig gleich tun. Lars Stindl auch im 16er. Die Hertha, sie kommt hier jetzt endlich mal an den Ball. Das ist bislang überhaupt nichts. Man dachte ja kaum, dass es noch schlimmer gehen würde als über weite Strecken der Saison. Aber das hier scheint fast ein neuer Tiefpunkt zu sein. Unglaublich. Pal Dardai wird alles andere als zufrieden sein. Tor in München! Und wir haben den nächsten Treffer in München. Das ist unglaublich. Max Kruse mit dem 0:2. Der FC Bayern München in der Defensive von allen guten Geistern verlassen. Aber das lieben sie ja eigentlich. Gegen Mainz lagen sie hier auch 2:0 zurück. Drehten am Ende deutlich auf. Gegen Bielefeld lagen sie auch 2:0 zurück. So, dann vielleicht auch hier. Gegen Dortmund, auch nicht zu vergessen. Ja, die Herausforderung ist aber groß. So auch die Herausforderung für Eintracht Frankfurt. 0:2 gegen Wolfsburg vor allem. Möchte man überhaupt nicht zurückliegen, weil der VfL so wenige Gegentore kassiert. Das ist wirklich unglaublich. Und jetzt schießen sie eben auch noch selber welche. Yannick Gerhardt. Nächster Angriff. Ilsanker kann klären. Ilsanker, der in den letzten Wochen so überragte, heute geht er bislang mit seiner Defensive, ich will nicht sagen unter, aber sie tun sich schon extrem schwer gegen Weghorst und Co. Das klappt momentan einfach nicht so gut. 0:2 hier. Wir schauen nochmal in Bremen vorbei vor der Pause. Wo die Partie eigentlich mit diesem 0:3 aus der 24. Minute schon entschieden war. Da musste Bremen ja tatsächlich aufpassen, dass es nicht vor der Pause noch ganz, ganz eng wird, was hier ein 5 oder ein 6:0 angeht. Jetzt sind sie in der Defensive kompakter. Auch nicht gut, aber nicht mehr so desolat. Tor in Berlin! So, dritter Treffer in Berlin. Vom Trendergebnis 0:2 zum Trendergebnis 0:3. Alassane Player erlegt die alte Dame. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch so wortwörtlich zu sehen, denn da können einem als Hertha-Fan nur graue Haare wachsen. Ob es dann die alte Dame oder der alte Herr vor dem Fernseher ist, das ist eine Hertha. So schlecht hat man sie sicherlich lange nicht erlebt. Gegen unglaublich spielfreudige Gladbacher, die hier einen tollen Job machen. Und auch nicht mit der breitesten Brust hier ankommen in der Hauptstadt. Aber gegen die Hertha reicht es bislang zum 3:0. John Córdoba mit einem Lebenszeichen. Also die vergangene halbe Minute, die ich hier erzählt habe, kann man erstmal wieder in Klammern setzen. Ganz scheint die alte Dame noch nicht leblos zu sein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer mit dem 1:3 kurz vor der Pause. Boah, da lässt er aber Jordan Bayer schön ins Leere laufen. Sieht diesmal die Innenverteidigung von Gladbach ganz alt aus. Trotzdem wird es schwer, hier nochmal zurückzukommen. 1:3 wird wohl der Pausenstand sein. 0:2 in München. Bleibt es denn dabei nach 45 Minuten? Minütchen gibt es oben drauf. Die Minute ist gleich abgelaufen. Trimmel geht nochmal an über die rechte Seite, gibt sogar das 3:0, haben wir ja eben gesagt. Das ist das Trendergebnis aktuell in der Konferenz. Nein, diese Flanke ist zu schlecht. Und dann steht es in Anführungszeichen nur
0:2, aber damit können die Bayern überhaupt nicht zufrieden sein. Sie müssen hier ein anderes Gesicht im zweiten Durchgang an den Tag legen. Ich hatte eben ein paar Spiele aufgezählt, wo sie 0:2 zurücklagen. Das werden sie auch hier versuchen, aber Union Berlin wirkt gerade extrem stabil. Das sind die ersten 45 Minuten gewesen. Gucken wir kurz auf die Ergebnisse. Ja, Bayern gegen Union 0:2 zur Pause, Frankfurt, Wolfsburg ebenfalls 0:2, Hertha, Gladbach 1:3, Bremen gegen Leipzig 0:3. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Weiter geht's in Bremen. Willkommen zurück in der Konferenz, in der es schon ordentlich Treffer gehagelt hat. Insbesondere die gastgebenden Torhüter, sie mussten schon eine Menge hinter sich greifen. Also unglaublich, mit den Heimmannschaften läuft es nicht. Zumindest den ersten Heimtreffer haben wir noch kurz vor der Pause gesehen. Die Hertha hat verkürzt zum 1:3. Das möchte Werder Bremen hier sicherlich auch machen. Aber sie müssen eben auch gleichermaßen aufpassen, hier nicht noch das vierte, das fünfte, vielleicht sogar das sechste Gegentor zu kassieren. Denn es sah zwischenzeitlich so aus, als könnte das passieren. Das hier ist ein motivationsloser Ball nach vorne. Füllkrug als Sinnbild für diese Partie. Ab nach Berlin. Sollte die Hertha hier tatsächlich ein schnelles 2:3 erzielen, wird es vielleicht doch nochmal spannend. Die interessante Frage wird sein, wie geht dann Gladbach damit um? Luke Bacchio legt quer, aber Leiner passt auf im 5-Meter-Raum. Das hätte mal gefährlich werden können. Jetzt aber wieder die Defensive gefordert von der Hertha. Schwacher Ball von Embolo. Ist die Frage, ob Gladbach in den Flow reinkommt, den sie im ersten Durchgang bis zur 43. Minute hatten. Also 1:3 weiter hier. Wir geben ab nach Frankfurt. Gibt es gerade Wechsel. Brooks und Durm gehen dafür. Pongracic auf Seiten des VfL Wolfsburg. Nun auf dem Feld. Rustic kommt für Durm eben im rechten Mittelfeld. Positionsgetreuer Wechsel. Rustic, wo man nicht so ganz weiß, was man von ihm erwarten kann, was man von ihm halten kann. Momentan aber erstmal die Defensive wieder gefordert. Rustic, da ist er jetzt drin. Roussillon mit der Flanke. Und ein dicker Pass auf Rustic, ja. Da hatte man sich deutlich mehr erhofft. Kommt bislang einfach nicht rein in die Saison. Kevin Trapp hingegen, er ist eigentlich ganz gut drin. Heute konnte er nicht viel mehr rausholen als dieses 0:2. Frankfurt ist aber auch nicht chancenlos. Also sie haben schon gute Möglichkeiten, hier Tore zu erzielen. Sie schaffen es aber nicht, Kun Kastel zu überwinden. Das ist ja auch nochmal das Problem. Wenn man bei Wolfsburg überhaupt zu einem Torschuss kommt, haben die da noch einen Belgier zwischen den Pfosten in überragender Form. Nochmal ein Wechsel. Also jetzt haben sie es aber, glaube ich, langsam durch. Kopfball, Kevin Trapp hat den Ball in den Händen. Wir geben ab nach München, wo es auch 0:2 steht. Knappe Stunde gleich gespielt. Der FC Bayern München setzt sich am Strafraum fest. Union Berlin kommt da nicht mehr raus. Gerade Müller zu Joshua Kimmich. Und das ist der Anschluss. 60. Spielminute. Der FC Bayern München. Er kehrt rechtzeitig wohl zurück in dieses Duell. Über eine halbe Stunde noch Zeit. Union Berlin lässt sich da in der Mitte dann auseinanderziehen. Kimmich als Sechser in Mittelstürmerposition. Vorbei an Andreas Lute. Der zweite Treffer für eine Heimmannschaft erst an diesem Nachmittag. Joshua Kimmich bringt Bayern also zurück. 1:2 nur noch hier. In Bremen ist das alles deutlicher. Es ist zum einen deutlicher und zum anderen auch nicht wirklich zu erwarten, dass Bremen hier nochmal irgendwie zurückkommt. Dani Olmo stattdessen mit dem 0:4.
62. Minute, also Bremen wird hier definitiv nicht mehr zurück ins Spiel finden. Dieser Fehler von Ömer Toprak, er wird böse bestraft. Emil Forsberg legt direkt zu Olmo, der, was den Abschluss angeht, gegen die Bayern noch Nachholbedarf hatte. Jetzt macht das besser. Markiert den vierten Treffer für die Gäste. Und jetzt ist es für Bremen nur noch Schadensbegrenzung. 0-4 klingt übel, geht vielleicht noch, aber ab dem fünften wird es richtig eklig. Jetzt kommt Sørloth und der ist sicherlich heiß auf den einen oder anderen Treffer. So war es bislang auch in Berlin. Wo die Gladbacher deutlich heißer auf den Treffer waren, haben die Druckphase der Herthaner direkt nach der Halbzeit jetzt gerade ganz gut überstanden. Steht 3-1 nach wie vor für die Elf von Marco Rose. Entschieden ist das Spiel hier sicherlich noch nicht. Gladbach müsste wohl noch einen drauflegen. Aber die Hertha kommen momentan eben auch nicht zu wirklich konkreten Angriffssituationen. Schwolo unter Druck, drischt den Ball da einfach mal ins Aus. Wir sehen oben rechts die Zwischenergebnisse. Also am spannendsten oder am engsten ist es in München. Frankfurt gegen Wolfsburg kann man sich sicherlich auch noch vorstellen, dass die Frankfurter da vielleicht mit einem schnellen Anschlusstreffer zurückkommen. In Bremen ist die Partie sicherlich entschieden und hier in Berlin geht es auch von Minute zu Minute deutlicher in Richtung Auswärtssieg. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen. 1-3 weiterhin hier. Wir geben nochmal nach Frankfurt. Die Eintracht ist dem 1-2 recht nah. Ayman Barkok. Fehlpass von Xaver Schlager abgefangen. Yannick Gerhardt. Überragender Ball zu Riedle Baku. In der Mitte ist viel Platz für Wout Weghorst. Den nimmt er gut an und Weghorst mit dem 0-3. Das Lehrbuch für den Konter ist um ein Beispiel reicher. Wahnsinn. Der Ball von Gerhardt rechts raus zu Baku. Der ist sensationell und macht hier wohl im Spitzenspiel alles klar. Baku dann auch klasse mit dieser Übersicht. Kevin Trapp orientiert sich erst etwas zu weit nach rechts, kommt dann nicht mehr rechtzeitig in die Szene rein, versucht noch alles, aber kann das 0-3 nicht verhindern. Doppelpack, Wout, Weghorst. Deutlich zu hoch das Ergebnis. Frankfurt nicht 3 Tore schlechter, aber 3 Tore ineffizienter. Ab nochmal nach München. Ah, Keita Endo kommt für Julian Riasson. Es wird für Union Berlin darum gehen, den Ball möglichst weit vom eigenen 16er entfernt zu halten. Denn ansonsten werden die Bayern sich hier nicht einfach nur einlullen lassen. Es werden Szenen noch entstehen, aber gerade macht es Union Berlin gut. Die Bayern wirken aber auch jetzt nicht so 100% im Flow. Da muss man dazu sagen, wenn parallel Leipzig gewinnen sollte, wovon wir ausgehen und es hier so bleibt, dann wird es vielleicht am Ende doch nochmal spannend. Dann sind es nämlich Tor in Berlin. 4 Punkte und wir haben den nächsten Treffer in Berlin. Eins zu 4, Alassane Plea, Dreierpack. Keine Fragen mehr offen. Die Hertha hat es nochmal versucht, wird übertölpelt. Alexander Schwolo profitiert ja aktuell von Rune Jahrsteins Fehlen. Er hätte schon einige Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen, aber die Gegentore, die er jetzt kassiert hat, das waren jetzt keine Situationen, die man als Keeper halten muss oder halten kann oder sollte. Das verbockt die Abwehr vor ihm, da hätte auch Rune Jahrstein ganz alt ausgesehen.
4:1 ist eine deutliche Sprache, aber die Verhältnisse sind Tor in München. So deutlich sind sie jetzt in München wieder deutlicher. Der Ausgleich, Kingsley Coman mit dem 2:2 in der 79. Spielminute. Der FC Bayern München fängt erst an, wenn er 0:2 hinten liegt. Von Coman mit der Brust mitgenommen, eiskalt abgeschlossen, Union Berlin. Ja, kein Abseits, Friedrich hebt's auf für Union. Und da ist die 2:0-Führung hin. Und jetzt sind noch 10 Minuten Zeit, das komplett zu drehen. Schauen wir noch mal kurz nach Bremen. Das wird hier sicherlich in den letzten 10 Minuten einfach nur noch so austrudeln. Wir melden uns, wenn noch was passieren sollte. Tor in Berlin! Ansonsten ist der Zug hier abgefahren und wir haben noch mal einen in Berlin. Ein Wahnsinnstor von Florian Neuhaus. Sensationell. Dieser Dropkick. Boah. Wenn Schwolo ihn nicht gesehen hat, hat er ihn gehört. 1:5. Die Hertha in Einzelteile zerlegt. Das war's von hier. Nochmal nach Frankfurt. Ja, sonderlich lange müssen wir uns hier aber auch nicht aufhalten. Frankfurt, auch zuletzt eben schon erwähnt von mir, ist hier keinesfalls 3:0 schlecht. Also schlechter. Sie machen eben die Dinger nicht, die sie hätten haben können. Wout Weghorst geht nochmal an. Rausgelegt der Ball zu Yannick Gerhardt. Aber Zuba schmeißt sich rein. So, das soll es von hier gewesen sein. Wir gehen nochmal nach München. Da ist es ja noch spannend. Und Union in der Offensive. Poyan Palo mit dem Ballverlust. Thomas Müller schaltet um. Hernandez, Goretzka! Leon Goretzka dreht das Spiel komplett. 87. Minute und dann sind es doch wieder die Bayern. Es ist nicht zu glauben. Der erste FC Union Berlin zur Pause, 2:0 in Führung und am Ende wohl stehen sie mit leeren Händen da. Weil sie es noch versucht haben. Vielleicht deswegen zu weit aufgerückt. Dann vom FC Bayern umgeschaltet. Und von Goretzka vollendet. Auch gegen den BVB das 3:2 erzielt. Das ist das Ding wohl von Leon Goretzka. Unfassbar. Unfassbar. Es dürfte nicht so viel Nachspielzeit geben. Ja, 3 Tore. Aber der FC Bayern München hat natürlich Hektik gemacht. Der Ball war relativ wenig im Aus. Wir sehen 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist nicht üppig. Gut, 3 hätten es schon sein können. Aber die Bayern, sie lösen es jetzt wohl entspannt spielerisch auf. Goretzka nochmal raus. Knoche dazwischen. Prömel. Aber es ist Schluss. 3:2 gewinnen die Bayern. Nochmal schnell in die Hauptstadt. Da läuft es nämlich noch. Ja, also es läuft hier zwar noch. Warum jetzt hier unbedingt 2 Minuten oben drauf mussten, das bleibt ein Geheimnis des Schiedsrichters. Das ist hier ja seitdem 4:1 gegessen gewesen. Aber es macht nochmal anschaulich oben links weiß auf rot, was hier
die Stunde geschlagen hat. Also die Hertha, sie muss echt aufpassen. Mehr denn je, nicht abzusteigen. 1:5. Wir schließen die Konferenz aber nochmal in München ab. Jo, überall Feierabend. Unten rechts sehen wir die Ergebnisse. War einiges geboten. Und der FC Bayern München nach 0:2 Halbzeitstand am Ende mit dem 3:2 Sieg. Das zeigt mal wieder den Hunger dieser Mannschaft. Ohne dass man sie jetzt so hoch in den Himmel heben möchte. Das ist einfach mal wieder beeindruckend gewesen. Das war's aus der Konferenz. Die Tore jetzt im Schnelldurchlauf und dann die Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie am Ball. Da ist Leipzig sehr froh drüber. 1:0 für die Gäste. Ganz früh in der Partie. Wir haben es gesehen im Anschnitt. Leipzig geht gut drauf. Der SV Werder Bremen in der Defensive gefordert. Hier überfordert. Kevin Campbell alleine vor Pavlenka. Lässt sich nicht beirren. Der erste Treffer in der Konferenz. 0:2 auch hier. 20. Minute. Marcel Sabitzer, das ist auch sicherlich ein bisschen Wundenlecken nach der Niederlage gegen den FC Bayern München, die man wirklich vermeiden konnte. Super Spiel. Dani Olmo liegt quer im 5-Meter-Raum, ist dann Sabitzer handlungsschneller als Theodor Gebrselassie. Der Tscheche kommt einfach. Aber nur, wenn man es mit den Leipzigern hält, ist das, was hier abläuft, richtig. Kevin Campbell, Doppelpack, fast eine Kopie des ersten Treffers. Pavlenka kann einem leid tun, wird da komplett im Stich gelassen und es steht 0:3. Und ja, jetzt müssen sie wirklich aufpassen, dass Bremen hier nochmal irgendwie zurückkommt. Dani Olmo stattdessen mit dem 0:4. 62. Minute, also Bremen wird hier definitiv nicht mehr zurück ins Spiel finden. Dieser Fehler von Ömer Toprak, er wird böse bestraft. Emil Forsberg legt direkt zu Olmo, der was den Abschluss angeht, gegen die Bayern noch Nachholbedarf hatte. Jetzt macht er es besser. Union Berlin wird mutiger mit Musa und Robert Andrich. Ansatzlos. 25. Minute. Eisern Union geht in Führung und es ist wieder Robert Andrich. Traf auch schon im Derby zum 1:0. Fackelt hier überhaupt nicht. Da kann Neuer auch überhaupt nichts machen. Doppelpass mit Musa. Pavard und Süle, da geht die Zange zu. Das ist unglaublich. Max Kruse mit dem 0:2. Der FC Bayern München in der Defensive von allen guten Geistern verlassen. Aber das lieben sie ja eigentlich. Gegen Mainz lagen sie hier auch 2:0 zurück. Drehten am Ende deutlich auf. Gegen Bielefeld fest. Union Berlin kommt da nicht mehr raus. Gerade Müller zu Joshua Kimmich. Und das ist der Anschluss. 60. Spielminute. Der FC Bayern München. Er kehrt rechtzeitig wohl zurück in dieses Duell. Über eine halbe Stunde noch Zeit. Union Berlin lässt sich da in der Mitte dann auseinanderziehen. Kimmich als Sechser in Mittelstürmerposition. Vorbei an Andreas Lute. Der zweite Treffer. Der Ausgleich. Kingsley Coman mit dem 2:2. In der 79. Spielminute. Der FC Bayern München fängt erst an, wenn er 0:2 hinten liegt. Von Coman mit der Brust mitgenommen. Eiskalt abgeschlossen. Union Berlin. Ja,
Kein Abseits, Friedrich hebt's auf für Union. Hernandez, Goretzka! Leon Goretzka dreht das Spiel komplett. 87. Minute und dann sind es doch wieder die Bayern. Es ist nicht zu glauben. Der erste FC Union Berlin zur Pause. 2:0 in Führung. Und am Ende wohl stehen sie mit leeren Händen da. Weil sie es noch versucht haben. Vielleicht deswegen zu weit aufgerückt. Dann vom FC Bayern umgeschaltet. Für die Hertha nicht. Weil Borussia Mönchengladbach da weitermacht, wo es zuletzt aufgehört hatte. Und die letzten Chancen eben wahren möchte. Um nochmal anzugreifen. Alassane Player mit dem 0:1 wird da im Strafraum freigespielt. Aus knapp 11 Metern ist es dann ein flacher, mehr oder weniger platzierter Abschluss der Alexander Schwolo. Hypothek ist gut. Embolo 2:0 Hypothek für die Hertha wird größer. Im letzten Heimspiel schoss man hier Leverkusen ab. Wehrlose Leverkusener. Diesen Gefallen tut Gladbach der Hertha nicht. Gendouzi verliert das Kopfballduell gegen Brel Embolo gegen die Laufrichtung. Alexander Schwolo muss jetzt schon zum zweiten Mal hinter sich greifen. Was für ein Auftakt. Vom Trendergebnis 0:2 zum Trendergebnis 0:3. Alassane Player erlegt die alte Dame. Und das ist in vielerlei Hinsicht lang zum 3:0. John Córdoba mit einem Lebenszeichen. Also die vergangene halbe Minute, die ich hier erzählt habe, kann man erstmal wieder in Klammern setzen. Ganz scheint die alte Dame noch nicht leblos zu sein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer mit dem 1:3 kurz vor der Pause. Boah, da lässt er aber Jordan Bayer schön ins Leere laufen. Sieht diesmal die Innenverteidigung von Gladbach ganz alt aus. 1:4, Alassane Player Dreierpack. Keine Fragen mehr offen. Die Hertha hat es nochmal versucht, wird übertölpelt. Alexander Schwolo profitiert ja aktuell von Rune Jahrsteins Fehlen. Ein Wahnsinnstor von Florian Neuhaus. Sensationell. Dieser Dropkick. Boah. Wenn Schwolo ihn nicht gesehen hat, hat er ihn gehört. Ein positiver Anreiz. Nicht nur etwas vermeiden, etwas kreieren. Weghorst macht es. 19. Minute 1:0 für die Gäste und plötzlich taucht der Niederländer komplett frei auf im Strafraum. Frankfurt gegen Dortmund ja nur nach einem Standard überwunden. Das hier ist ja auch das Duell der hochbegabten Stürmer Weghorst und André Silva. Letzte Woche konnte Silva das Duell gegen Haaland für sich entscheiden, steckt ihr den Norweger da in die Tasche. Jetzt ist es Weghorst bislang. Trendergebnis 2:0. Maximilian Arnold bekommt zu viel Platz kurz vor dem 16er, wird da von Gibrissot aus den Augen gelassen, der sich auf den ballführenden Xaver Schlager hinzu orientiert, hinzu bewegt. Ansatzloser Schuss, Kevin Trapp auf dem falschen Fuß erwischt. 0:0, Xaver Schlager abgefangen, Yannick Gerhardt
Überragender Ball zu Riedle Baku. In der Mitte ist viel Platz für Wout Weghorst. Den nimmt er gut an und Weghorst mit dem 0:3. Das Lehrbuch für den Konter ist um ein Beispiel reicher. Wahnsinn. Der Ball von Gerhard rechts raus zu Baku. Der ist sensationell und macht hier wohl im Spitzenspiel alles klar. Baku dann auch klasse mit dieser Übersicht. Kevin Trapp orientiert sich erst etwas zu weit nach rechts, kommt dann nicht mehr rechtzeitig in die Szene rein, versucht noch alles, aber kann das 0:3 nicht verhindern. Doppelpack Wout Weghorst. Im Hinspiel gab es für den BVB ein böses Erwachen, dort verlor man mit 1:5. Der VfB Stuttgart hier zu Hause in der Mercedes-Benz Arena hatte es jetzt aber mit Dortmunder zu tun, die durchaus mit breiter Brust aus Manchester wieder antreten konnten. Dort verloren sie knapp mit 2:1. Zwischenzeitlich stand es ja sogar 1:1, als Marco Reus kurz vor dem Ende sogar noch den Ausgleich erzielte. Aber am Ende war man dann den Citizens doch unterlegen. Hier war man erstmal gegen Gregor Kobel der zweite Sieger aus Sicht der Dortmunder. Starker Auftritt mal wieder des Stuttgarter Schlussmanns. Der VfB konnte nach vorne aber diesmal nicht so viel kreieren. Man merkt dann doch schon, wie viele da fehlen in der Offensive. González, Silas Wamangi, Tuka, um mal die zwei wichtigsten zu nennen. Aber im Kasten hatten sie eben nach wie vor Gregor Kobel. Kurz vor der Pause noch einmal der BVB. Thomas Delaney, Bellingham zu Hazard gelegt. Hazard zu Bellingham. 1:0, 45. Minute. Überfällig dieser Treffer. Hochverdient. Und somit auch der Halbzeitstand. Der VfB Stuttgart, er konnte nach vorne wirklich nichts erzeugen. Das letzte Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gewann man mit viel Geduld mit 1:0. Hier war es aber mit dem BVB ein anderer Gegner, der spielerisch auch wirklich etwas richtig Gutes vorzuweisen hatte. Doch, dann kam der VfB Stuttgart auf in der 56. Minute. Philipp Förster mit dem Ausgleich, der erste wirklich sehr gut zu Ende gespielte Angriff. Er führt zum Ausgleich. Der BVB wollte nicht schon wieder Punkte liegen lassen beim 1:2 gegen Frankfurt. War es die Vorentscheidung im Kampf um die Champions League? Jetzt wollen sie vor allem erstmal die Euroleague sichern. Thomas Delaney drin stehen, aber knapp rüber. Sollte noch was gehen, dann muss der BVB jetzt eine Siegesserie starten. Und sie kam mit Hazard von Haaland bedient. Thorgan Hazard macht es nicht selber, sieht Haaland, der ist nämlich mitgelaufen und erzielt das 2:1. 79. Minute, wir sehen es, Haaland, der es selber einleitet. Der VfB Stuttgart lässt sich überrumpeln. Die erneute Führung für die Gäste. Der VfB konnte sich nicht mehr schütteln. Stattdessen noch einmal Bellingham zu Haaland. 3:1, alles entschieden in der 88. Minute. Der verdiente Dreier für den BVB. Und nochmal eben die letzte Hoffnung, Frankfurt unter Druck zu setzen, hier im Topspiel am Samstagabend. Der VfB Stuttgart, er war qualitativ heute mit den Verletzten einfach unterlegen. Der FC Schalke 04 spielt am Sonntagnachmittag gegen den FC Augsburg. Das Hinspiel, es war wohl vom FC Schalke 04 der Moment, in dem sie gebrochen wurden. Bis zur 90. führten sie dort mit 2:1, hätten diese Sieglosserie beenden können. Aber dann kam Richter und schlug zu. Hier lief es gut. 14. Minute, Can Bozdoğan von Aminarit bedient. Bozdoğan heute für Çalhanoğlu in der Startaufstellung. Er legte auch den Treffer von Hüntelaar gegen Leverkusen auf.
Aber der FC Augsburg, er wäre nicht dort, wo er aktuell ist, auf Platz 11 mit 32 Punkten, wenn er nicht so abgezockt und abgebrüht wäre. Marco Richter mit dem Ausgleich. Er war es auch, der den 2:2-Ausgleich im Hinspiel erzielte. 1:1 nach 45 Minuten, das ging schon so in Ordnung. Der FC Schalke 04, richtig viel Selbstvertrauen bekam er durch die kurze Führung nicht. Das war jetzt schon alles wieder aufgebraucht. Nun wieder die Fuggerstädter. Caligiuri zu Guezzo quergelegt. Stambouli aber schmeißt sich rein. Das Mindeste, was man von Königsblau erwarten konnte, wurde auch eingehalten. Sie schmissen sich in jeden Ball rein und hielten so erstmal das 1:1. Dann gab es mal eine Standardsituation. Etwas mehr als 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. 33 Meter Torentfernung. Harry zu Kolasinac. Und da fehlte nicht allzu viel bei diesem Kopfball. Aufsetzer sicher nicht optimal platziert. Giekiewicz streckt sich, kommt nicht ran, aber muss auch nicht eingreifen. Viel hat aber nicht gefehlt. Aber es wäre nicht der FC Schalke 04, wenn man nicht bis zum letzten Moment sogar um einen Punkt bangen müsste. Richter zu Vargas. Und da ist nochmal Richter! Renault in der dritten Minute der Nachspielzeit mit der Parade und zumindest mal wieder ein Punkt für Königsblau. Das ist natürlich viel zu wenig, aber es gibt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen für die restlichen Spiele. Mit dem Klassenerhalt wird es sicherlich nichts mehr, aber das war hier doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der erste FC Köln ist Tabellen-16. Und bekommt es mit dem ersten FSV Mainz 05, dem Tabellen-15. zu tun. Also ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Und Burkhardt hatte ganz früh die Möglichkeit, das hier in eine gewisse Bahn zu lenken. Nämlich für die Gäste. Schöner Abschluss, guter Aufsetzer. Horn streckt sich, kommt nicht mehr ran, aber es fehlen einige Zentimeter. Ansonsten wäre der Ball zumindest mal am Aluminium gelandet. Der erste FC Köln, er brauchte, um hier reinzufinden, schon 20 Minuten gespielt gegen den VfL Wolfsburg, machte man eben eigentlich ein gutes Duell, konnte sich aber keine Punkte sichern. Wolf scheitert an Zentner, Nachschuss, Ismail Jakobs, 1:0, Köln. Der von Wolf muss eigentlich sitzen, tolle Parade von Zentner und den reinzumachen ist auch nicht selbstverständlich. Aus dem Winkel ein Gegenspieler noch dazwischen. Dropkick stark gemacht vom linken Mittelfeldmann. Jakobs also gut in der Partie. Und der erste FC Köln, er tankte dadurch Selbstvertrauen. Jonas Hector, Niakate, was für ein Fehler. Serviert für Dominik Drexler. 2:0 für die Geißböcke. Zentner komplett überrascht. Der erste FSV Mainz 05 tut sich schwer gegen Mannschaften, die da unten stehen. Kor jetzt mal zu Brosinski, der linke oder rechte Verteidiger macht es dann heute als Rechtsverteidiger aufgeboten, schließt damit links ab. Kein optimaler Winkel, Timo Horn muss trotzdem hinter sich greifen und so stand es dann doch nur noch 2:1. Zur Pause für den ersten FC Köln, der hier durchaus komfortabler hätte führen können. Aber Köln ließ sich nicht ganz groß davon beeinträchtigen. Drexler zu Jonas Hector. Marius Wolf setzt sich irgendwie durch und macht das 3:1. Jetzt hat er auch selbst einen Treffer ins kurze Eck reingehämmert. Zentner, der Nachtragende. Spiel plätscherte nun dahin, Drexler nochmal in der 80. mit dem Versuch zum 4:1, aber Mainz konnte nicht mehr zurückkommen und so blieb es am Sonntagabend beim 3:1. Somit zieht Köln an Mainz vorbei, ist auf einem Nicht-Abstiegsplatz und Mainz, ja, das wird wieder richtig eng. Zum Abschluss des 28. Spieltags treffen Hoffenheim und Leverkusen aufeinander, zwei Mannschaften, bei denen es wirklich mehr als holprig nur vorangeht. Hoffenheim braucht noch Punkte, um drin zu bleiben. Sicher, Hoffenheim
Muss auch hier defensiv erstmal aufpassen. Gegen Leverkusener, sehr motivierte Leverkusener, nicht in Rückstand zu geraten. Da ist nochmal ein bisschen kleiner Wind jetzt durch Leverkusen gezogen. Mit dem Wechsel zu Hannes Wolf. Bisschen die Konzentration hochgefahren. Das 2:1 gegen Schalke bestätigte das. Weiter Schlag. Jetzt mal auf Ilas Bebu. Bebu scheitert aber an Radetzky. Und das ist eine von vielen Schwächen bei Hoffenheim. Der Abschluss, auch wenn der hier nicht sitzen muss, es ist zu häufig so, dass Großchancen auch von Ilas Bebu nicht verwandelt werden. Aber Hoffenheim war hier nicht die schlechtere Mannschaft. Leverkusen jetzt wieder eher schlecht sortiert in der Defensive. Kaderabek zieht in den Strafraum ein. Flanke zu Rüter. Aber Radetzky dazwischen im Nachklang bekommt dann Rüter den Ball an die Hand. 0:0 nach 45 Minuten. Hätte schon durchaus 1:1 stehen können. Aber es war ein torloses Remis der besseren Sorte. Der zweite Durchgang, er war dann nicht mehr von der besseren Sorte. Wir sind schon in der 80. Minute, also schön anzuschauen war es nicht mehr. Hoffenheim kam nochmal mit Robert Sko, Florian Grillitsch zu Rüter. Etwas zu weit dieser Pass. Chancen im Ansatz ja, aber im Endeffekt alles viel zu ungenau gespielt. Gut aufgepasst, aber von Radetzky. Die letzte Aktion in diesem Spiel. Es gehörte nochmal der TSG. Das letzte Aufbäumen mit Ilas Bebu, Florian Grillitsch, Rüter zu Ilas Bebu. Es sollte einfach nicht sein. 3 Minuten vor dem Ende, die Riesenchance zum 1:0. So bleibt es beim 0:0. Hoffenheim hätte den Sieg verdient gehabt, aber hat die Chancen mal wieder nicht genutzt. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse und die dazugehörige Tabelle im Überblick. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch schöne Tage in dieser Woche. Ansonsten viel Spaß bei der Bundesliga. Bleibt gesund, bis dann und adios.